Ist es denn so, dass wir für UI-Labels jetzt Texte nur im Simulator bzw. im Storyboard vergeben können? Und was wäre dann mit Ergebnissen aus irgendwelchen Rechnungen oder Datenbanken? Wie kriegen wir das angezeigt in einem Label? Und dafür gibt es sogenannte Outlets und da werden wir uns in diesem Video mit beschäftigen. Also, was haben wir? Wir haben UI-Label, nur ganz so groß muss es ja nicht sein. UI-Label und das Thema Outlet spielt jetzt hier eine sehr, sehr große Rolle, eine fantastische Idee, die Apple da umgesetzt hat. Also, noch einmal, das können wir jetzt doch alle im Schlaf, oder? Uns ein Label daher holen und das einfach positionieren. 0, 16, 16. Ihr seht, das muss ich noch nicht mal richtig da einpassen. Ich kann auch gleich bei der Vergabe der Constraints die Werte einhacken und dann steht unser Label da wie immer. Und was hatten wir Schönes gewählt? Einen Title One als Textstyle, damit es auch mit der dynamischen Größenanpassung klappt. So, und dann steht unser Label hier schön herum. Ja, wie wäre es denn jetzt, wenn wir dort einmal Text zeigen möchten, den wir aber von unserem Programm erst berechnen? Ja, zum Beispiel das Ergebnis einer fantastischen Addition. Dann müssen wir doch jetzt irgendwie eine Möglichkeit schaffen, damit hier unser View Controller, und ihr erinnert euch bitte, diese Klasse View Controller ist ja die Klasse, die hinter dieser Szene steht. Ihr erinnert euch, gell, hier über den Identity Inspector steht hier die Verknüpfung zur Klasse View Controller draufgeklickt, dann geht ja auch unser View Controller hier auf. Ja, wie kann ich denn jetzt um alles in der Welt diesen Label irgendwie von unserem View Controller füllen lassen? Ich muss die beiden miteinander bekannt machen. Und dazu hat Apple die sogenannten Outlets erfunden. Und jetzt wird's magisch. Ich bin begeistert. Ich hoffe, ihr gleich auch. Jetzt gehen wir nämlich auf den Assistant Editor. Und wir sehen hier standardmäßig ist das diese Automatic-Verbindung. Und Xcode hat sich jetzt automatisch durch den Klick auf diesen View Controller den damit verknüpften Quelltext der entsprechenden Klasse auf die rechte Seite gezogen. Also das ist schon mal überhaupt der Hammer, ne? Aber jetzt wird's super magisch, indem ich mal von unserem Label, den ich markiere, hergehe und mit der Control-Taste Drag und Drop aus dem Storyboard in den Quelltext eine Linie ziehe. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Das ist unfassbar, oder? Und wenn ich jetzt hier klicke, dann kann ich ein sogenanntes Outlet setzen. Und wie nennen wir das dann? Das ist das Ergebnis, was wir hier darstellen wollen. Also beispielsweise ein Result. Und nennen wir es doch Result Label. Das ist doch ein schöner sprechender Name für unsere Property innerhalb der Klasse View Controller, damit wir an jeder Stelle im Code wissen, was denn wohl das hier ist und was wir damit machen können. So, jetzt connecte ich das und jetzt haben wir Folgendes. Wir haben ein IB Outlet. Was ist denn alles in der Welt ein IB? Hat das was mit Beacon zu tun oder so? Nein, nein. IB steht für Interface Builder. Denn das, was hier das schicke Storyboard ist, das war früher der Interface Builder und der hat sogenannte NIP-Files erzeugt, die dann in einer späteren Release vor etwa 8 Jahren schon in XML übersetzt wurden und hießen dann XIP-Files, werden aber kompiliert zu NIP-Files und ach, das wollen wir gar nicht alles wissen. Aber wichtig ist, dass eben der Storyboard-Editor eigentlich früher der Interface-Builder war, beziehungsweise den immer noch integriert und damit klärt sich das schon ein bisschen. Wir haben quasi ein Outlet, einen Auslass aus unserem Interface-Builder und damit weiß dann Xcode, okay, ich muss hier irgendeine Verknüpfung vornehmen,
zwischen Code und gemaltem, und an der Stelle ist es ein Storyboard. Und ihr seht auch, wenn ich hier auf dieses Plus fahre, beziehungsweise auf diesen Fachausdruck Blöbbel, gell, auf unseren Punkt hier, wenn ich da mit der Maus drüber komme, dann leuchtet aus dem Source Code das entsprechende Element im Storyboard auch auf. Also ein IB Outlet. Dann haben wir eine weiche Variable, eine Weak Variable, was jetzt weak ist und strong ist und unowned und so, ja, eins nach dem anderen. Ich will ja die Lernkurve flach halten, wir wollen ja Spaß haben beim Codieren, oder? Und nicht erstmal stundenlang graue Theorie büffeln. Also eine weiche Variable, die heißt Result Label. Das hatten wir uns ausgesucht, das war unsere Idee. Und sie ist vom Typ UI Label. Also ein User Interface Label, kommt aus dem UI Kit, deshalb ist das auch hier importiert. UI View Controller hatten wir uns ja schon mal angeschaut. Ihr könnt natürlich auch in den UI Label gehen mit rechter Maustaste und Jump to Definition. Und ihr seht dann eben die Möglichkeiten der Klasse UI Label, die uns Apple zur Verfügung stellt. Und wieder mein Hinweis. Macht das doch öfter mal. Rechte Maustaste, Jump to Definition. Schaut euch mal die Kommentare an, die die Apple-Entwickler hier hinterlassen haben. Schaut euch mal die einzelnen Attribute bzw. Properties an, die so ein UI-Label hat. Im Zweifelsfall könnt ihr da nur eine ganze Menge von lernen. Im Moment würde es euch noch eher verwirren statt helfen, aber trotzdem, ich weise halt permanent darauf hin, weil irgendwann seid ihr die besseren Entwickler als wie ich. Ist das gutes Deutsch? Keine Ahnung, soll mir erlaubt sein. Und dann wisst ihr nämlich einfach mehr und schaut euch die Kommentare an und weist nicht nur darauf hin, sondern lest die vielleicht auch. Ich müsste mir da auch wieder ans eigene Näschen fassen und öfter mal studieren gehen. Also, Result Label ist eine Instanz der Klasse UI-Label, eine Weak-Variable, und das Ganze ist sogar ein IB-Outlet, weil es mit einem Storyboard verknüpft ist. Okay, das ist schon mal das eine. Jetzt haben wir aber noch nicht geklärt, wie ich denn zur Laufzeit da ein Ergebnis reinkriege. Und ja, bitte, sollen kurze Videos sein, aber das ist jetzt ein Thema, deshalb muss ich das hier durchziehen. Bitte da um Verständnis. Und wir gehen einfach wieder auf den normalen Editor zurück, nicht den Assistant Editor, den normalen, landen dann wieder im Storyboard und ich klicke dann hier auf den ViewController.swift, damit wir einfach mehr Platz auf dem Schirm haben und nur unseren ViewController.swift Source auf dem Bildschirm sehen. Also deshalb sind wir wieder im Normal Editor. Wie heißt das Ding? Standard Editor. Na, seht ihr, man lernt ja nie aus. So, Result Label ist ein UI Label. Gut, da ist jetzt noch so ein Ausrufezeichen hinter. Ja, das hat was mit den sogenannten Optionals zu tun. Spannendes Thema, aber bitte eins nach dem anderen. Lasst uns doch erstmal versuchen, mit unserem Result Label was zu tun. Ich hatte gesagt, Result, Label, Ergebnis, Label. Wir wollen das Ergebnis einer Addition da mal hinterlegen. Und ihr erinnert euch auch, im Kapitel 1 hatten wir mal so ein Playground und dann haben wir irgendwo 5 plus 7 gerechnet. Dann wollen wir das hier nochmal ähnlich kompliziert machen, indem wir sagen, let A gleich 5, let B B gleich 7, let result, ja, immer höflich sein, gleich A plus B. Leute, das muss alles nicht so kompliziert sein, weiß ich auch. Ich schreibe es jetzt nur für euch mal ausführlich hin. So, und jetzt will ich diese Werte in den Text des Result-Labels zur Laufzeit hineinpacken. Ja, und dazu fantastisches Thema String Interpolation. Ach, das klingt schon.
Mindestens so hübsch, wie es wirklich ist. Ihr könnt nämlich Zeichenketten, sogenannte Strings, zur Laufzeit sehr elegant mit dem Inhalt, mit den Werten von Variablen füttern. Wow, klingt irre, oder? Machen wir uns doch dazu einen Result-Text zunächst einmal und sagen, oder so viel Platz haben wir ja nicht. Wir wollen also jetzt haben, den Inhalt von A plus B, dass hier quasi das steht, was die Werte repräsentieren und das Ergebnis. Ja, dann schreiben wir also rein Ergebnis oder Rechnung. So, Rechnung. Und jetzt möchte ich gerne den Wert haben, den A hat. Ja, ich könnte jetzt schreiben 5. Ja, 5 plus 7 gleich überlegen, vermutlich 12. Aber ich will ja, dass da diese Werte hier übernommen werden und die kommen ja vom Programm nicht. Der hat ja jetzt wahnsinnig komplizierten Server aufgerufen und sich das Wetter geholt und dann werden 2 Temperaturen addiert. Was weiß denn ich? Naja, das werden wir alles noch machen. Aber jetzt will ich diese Werte hier sehen und damit ihr wisst, was dahinter steckt, die Idee, sie hier mal zu schreiben, aber wie komme ich denn nun an den Inhalt heran? String Interpolation, das schönste seit geschnittenem Brot, einfach ein Backslash, Klammer auf, Klammer zu. Jetzt ist nämlich das hier der Inhalt der Variablen a, in dem Fall ist es übrigens eine Konstante, auch den feinen Unterschied müssen wir noch klären, aber dann zur Laufzeit gleich als Text, als String gewandelt. Es ist ein Traum, ihr müsst das sehen. Also a plus der Inhalt der Konstanten b ist gleich, ja was denn? Natürlich der Inhalt der Konstanten Result. So, jetzt haben wir also einen Result-Text, hoffentlich. Ja, und ihr seht, wer braucht denn schon so ein Playground, ne? Das machen wir doch gleich im echten Projekt. Und jetzt müssen wir diesen Text unserem Label zur Laufzeit zuweisen. Also, wollen wir mal gucken, ob uns das gelingt. Result-Label. Du hast doch bestimmt so etwas wie ein Text. Und da möchten wir gerne sagen, das soll der Result-Text sein. Jetzt möchte ich also das, was wir hier mühsam aufgebaut haben, in unser Result-Label-Text legen, aber natürlich vom Programm aus. Wenn der View geladen wurde und alle sogenannten Outlets auch verbunden sind, das garantiert uns nämlich hier ViewDidLoad. Alle Outlets sind dann verbunden und dann kann ich sie nutzen und dann kann ich ihnen hier auch Werte zuweisen. Und ja, wollen wir uns das Ergebnis auch anschauen, denn irgendwann sollte ja auch dieses Video ein Ende finden. Aber das war wichtig, ein Outlet, Drag und Drop vom Storyboard zum Quelltext und dann mal kurz über Week und Var und Typ und UI-Label gesprochen und dann mal eine einfache Rechnung aufgemacht und dann einen String, eine Zeichenkette mit der String Interpolation manipuliert und zur Laufzeit. Ja, ist das nicht ein Traum? 5 plus 7 ist 12, Leute, das ist doch der absolute Wahnsinn. Und das Ganze wird natürlich etwas spannender, wenn wir mal größere Zahlen haben. Na, habt ihr schon im Kopf gerechnet? Ich noch nicht, ist auch wurscht. Wir lassen uns einfach die App nochmal laufen, indem ich auf Run drücke. Und dann haben wir das Ergebnis. Ja, fast, jetzt müsste man sehen können, da fällt uns doch was ein. Lasst uns unser iPhone rotieren, denn dafür haben wir ja konstant Trains vergeben, damit unser Label immer zwischen den rechten und linken Bildschirmrand passt. Und übrigens hier interessant, wenn es nicht passt, dann wird abgeschnitten, geklippt mit diesem Punkt-Punkt-Punkt-Charakter. Ja, sieht aus wie 3 Punkte, ist aber nur einer. Das wollte ich auch noch erwähnen. Aber dann sehen wir hier das Ergebnis. Ah, jetzt geht auch noch der Kuckuck auf, weil es 16 Uhr ist. Nun, so ist es eben und das ist auch alles live hier. Dann sollt ihr das doch auch sehen, wie mein schöner Entwicklungsrechner aussieht. Also, Leute, ganz, ganz einfach,
wirklich fantastisch, was Apple gemacht hat, im Assistant Editor die Möglichkeit, über Drag und Drop von den UI-Elementen in den Quelltext ein Outlet zu machen. Wenn ich ein Outlet habe, dann kann ich da auch wiederum etwas mitmachen, kann ein Attribut setzen, zum Beispiel den Text. Und wenn ich das eben tue, dann wird zur Laufzeit auch ein Ergebnis angezeigt. Und wir haben uns gleichzeitig auch mit der String Interpolation beschäftigt. Und ihr seht jetzt ganz genau, was dahinter steckt. Einen String, eine Zeichenkette aufbauen zur Laufzeit aus Inhalten von Konstanten oder Variablen. Gut, war eben mal wieder ein dickes Video, aber hat ja auch Spaß gemacht, oder? Also ich freue mich schon auf den nächsten Teil.